Möchtet ihr ein Blümchen haben? Ja, ein Blümchen? Ja, ja, ja. Ja, willkommen zurück. Folge 6 von Sebikraft Tech. Ich habe übrigens herausgefunden, dass irgendwie Hanf und diese netten Teile hier. Moment, wo ist es? Irgendwo stand sie hier rum. Das ist hier. Canola ist. Okay. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und in der Zeit, wo ich gewartet habe, dass der zweite Stack Route durchgeht, weil das wollte ich euch jetzt nicht auch noch antun. Oh, die sind ja schön. Und die glitzern so toll. So, also in der Zeit, wo das durchgeht, habe ich dann einfach hier schon mal angefangen, Terra zu formen und mir ist aufgefallen, hier ist eine fette Höhle drunter. Ach, ätzend. So, also machen wir jetzt mal kurz hier den. Und gucken uns mal an, dass wir hier ein Stückchen ausleuchten. Ja, es war so klar, ne? Hier ist nichts drin. Das ist so lohnenswert. So eine Höhlen sind so sinnlos. Egal. Ja, auf jeden Fall habe ich hier alles mit der Hand weggehauen. So, alles was hier oben so ist, darum stehen da auch noch Steine. Ich dachte einfach, naja, kannst jetzt nicht bringen, kannst nicht noch mehr. Und es ist immer noch nicht durch. Ach du Scheiße. Okay. So, wir haben auf jeden Fall ein paar mehr Seed Bricks. Und wir haben Canola Seeds. Das können wir zum Beispiel Biomesh draus machen mit einem Messer. Oder ein Actual Editions Buch. Oder wir können Seed Oil draus machen. Oder ja, okay, Scrap kommt vielleicht mit. Ach ja, Atomic Crystallized Canola Seed. Mhm. Atomic Reconstructor, da kommen wir bald zu. Da kommen wir bald zu. Und wofür kann man das benutzen? Zum Scrap machen. Ja, das ist sinnvoll. Empowerer. Bla 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 bla. Power Generation. Okay, ja, das ist klar. Okay, also ist nicht so spannend. Okay. Nicht so spannend. So, dann bauen wir mal als erstes das hier. Die wollte ich nämlich auf jeden Fall. Achievement Get. Time to Farm. Super. So, und wie ihr seht, ich habe ein bisschen Dirt gesammelt. Und wir. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier machen wollte. Genau, die Rüstung. Einmal das. Und einmal das. Okay. So. Jetzt habe ich zwar einen Haufen Eisen verschwendet, aber wir sind geschützt. Relativ gut sogar. Das macht es etwas einfacher, wenn ich dann wieder von irgendwas überrascht werde, des Nachts oder wann auch immer. Ihr müsstet hier gleich durch sein. Ich überlege gerade, ich werde die Smeltery erstmal hier vorne bauen. Und ich weiß gerade, ich weiß nicht in welcher Größe, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mehr als 3x3 sollte ich nicht versuchen, aus dem einfachen Grund, dass wir sonst nicht genug Steinchen dafür haben. So, aber erstmal den ersten Teil des Smeltery. Ich weiß, sie steht nicht mittig, aber ich will das hier ein bisschen gewachsen aussehen. So, lassen. Okay. So, wir brauchen aber für eine Smeltery einen Smeltery Controller. Kriegen wir jetzt bestimmt ein Buch, ne? Ja. Nicht? Okay. Wir brauchen mindestens einen Drain. Yep. Kannst du mal weggehen. So. Wir brauchen für das Drain ein Faucet oder besser zwei. Okay. Perfekt. Und wir brauchen einen Tank, den wir gerade nicht machen können, weil wir kein Glas haben. Also machen wir mal Glas. Und es wird dunkel. Wir gehen ins Bett. Lalalala. Nacht vorüber. So. Ein Glas reicht mir erstmal. Wir brauchen eine Danke. So. Ich glaube, das war so. Ja. Seed Tank. Perfekt. Okay. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann brauchen wir einmal dich und einmal dich. Sehr gut. Das sieht doch schon gut aus. Das ist doch easy peasy hier. Muss dringend mein Inventar entleeren. So, dann machen wir einen Drain hier hin. Erstmal. Dann machen wir einen Tank hier hin. Und zwei Steinchen. So, der Controller soll hier vorne in die Mitte. Obwohl in die Mitte eigentlich dämlich ist für einen Controller. Ziemlich sogar, weil dann kann man ihn nicht von mehreren Seiten
angerabbelt. Auf der anderen Seite sieht es aber schöner aus. Ist mir egal. Controller, wo bist du da? Ein Controller. So. Und dann dich, dich und dich. So. Brennst du? Ja, ich habe alles richtig gemacht. Okay. Mini Smeltery ready. Also zumindest erstmal funktionstechnisch. So richtig ready ist sie ja noch nicht. Wir brauchen ja ein bisschen Lava. Aber da kommen wir noch zu. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Wir haben noch einiges an Steinen. Ich glaube, wir können die Tatsache größer bauen. Ich bin gerade nur überlegen. Man kann die ja jetzt auch 4x4 bauen. Ich glaube, ich möchte die gern von Grund auf größer haben. Und vielleicht nehmen wir einfach den Tank damit runter. Und gammeln uns da direkt Lava. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe es nie probiert. Aber das sehen wir ja gleich, ne? Also mehr als alles schief gehen kann ja eigentlich nicht. So, den Tank nehmen wir kurz mal hier hin. Dann nehmen wir noch die Steine hier hin. Hier in die Ecke soll wieder das Drain kommen. Warum auch immer das irgendwie... Eigentlich ist das total dämlich, weil eigentlich wäre es sinnvoller, das so umzusetzen, weil da kann es ja reinfließen, oder? Hier hinten ist jetzt das Viereckige, ja. Mal jetzt hier schön mit Design und allem, Mensch. So, klick. Okay, funktioniert und hat mehr Platz. Und ist 4x4. Können wir auch 5x5 machen oder was auch immer. Erstmal funktioniert es aber. So, dann kommen hier die Faucets dran. Klick und klick. Dann kommt hier einmal du und einmal du. Dann können wir hier schon mal gießen, theoretisch. Und dann können wir mal gucken, wie viele Steine wir jetzt noch herstellen können. 24, das ist blöd. Also nicht blöd im Sinne von blöd, sondern da kann ich tatsächlich noch eine Ebene bauen. So. Jetzt haben wir schon ein relativ großes Smeltery. Also so platzmäßig, ne? Mit Verschieberegler und so. Not enough heat. Man kann Dirt schmelzen. Ernsthaft? So. Ich wollte eigentlich wissen, wie viel da reinpasst. Egal. Passt. Passt irgendwie. Könnte ich mir jetzt ausrechnen, ne? Sind 16, müssen 32 eigentlich sein. Ja. 32 Blöcke sollten jetzt reinpassen. So. Dann haben wir die Smeltery. Ich bin begeistert und wir brauchen trotzdem noch Tank. So, gibt es hier andere Arten von Tanks? Zum Beispiel Chiseled Fluid Bit Tank. Fill with fluid and extract bits. Okay, ich habe keine Ahnung, was... Egal. Fluid Tank, Ender.io. Recipe. Danke. Recipe... Glas, Eisen, Eisenbars. Okay, wir haben nur 12 Eisen, das ist ein bisschen doof. Nein. At first muss ich leider das hier machen. Ich weiß, jetzt ist fast unser gesamtes Eisen weg, aber wir brauchen hier mehr Platz. Und Iron Chest, ne, ist dafür prädestiniert. So, du, du und du. Jetzt muss ich schon mal, dann kommt die Kohle, das Eisen, der Seed-Kram, die ganze Dirt-Kram auch hier rein. So, dann nehmen wir jetzt die letzten Eisen und bauen uns damit noch eine schöne Axt und fällen ein bisschen Holz. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal runter in die Höhle und ein bisschen mehr Eisen besorgen. So, Mr. Axe. Okay, so. Aber ich brauche Holz, das ist ganz wichtig. Und es trifft sich hier gerade so gut. Und mit einer Eisenachse geht es halt einfach auch ein bisschen flotter. Klar, könnte man jetzt direkt auf die ganzen Tinkersachen gehen, das ist ja klar.
Aber dann brauche ich noch ein bisschen Ressourcen für. So, nehmen wir mal dich auch mit hier. Und wenn ich dich erstmal nur zu Sticks verarbeite, das ist mir völlig egal. Ich komme nicht ran. Ah, es geht, Tatsache. Boah, ich bin begeistert. Warum auch immer das funktioniert, ich habe es bis heute nicht gecheckt, ne? Dass man im Springen Sachen abbauen kann. Oh, ein Apfel. So, da steht ein Bienenkorb, da will ich jetzt erstmal nicht ran. Check, 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 check. Perfekt. Weg. Okay, auch weg. Langsam räumen wir hier ein bisschen auf, Mensch. So, dann holen wir uns den dann noch. Ich brauche nicht so viel. Es ist nicht so, dass ich hier jetzt 6 Tonnen Holz hauen muss oder so. Hallo? Hallo? Dann halt so, ist mir egal. Ob das geht. So. Chuck, 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 chuck. Hallo! Ging schnell. So, okay, dann haben wir das. Dann werden wir wohl oder übel da unten müssen. Komme ich nicht drum rum. Okay, so. Du kommst hier mit in die Kiste. Die Saplings natürlich auch. Irgendwie haben wir wenig. Ah, ne, wir haben hier Oak Saplings. Ich bin gerade überlegt, ich glaube, wir werden uns mal so 12 Stück direkt setzen, dass wir die wieder abbauen können. Ja, würde ich sagen. Okay, so, du kommst hier raus. Dich will ich hier eigentlich nicht drin sehen. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Holz für Fackeln. Ne? Also. Okay. Der Rest verschwindet. Die behalte ich mal noch im Inventar. Man weiß ja nie. Du kommst auch erstmal weg. Ich glaube, ich mache mal 2 Stacks Fackeln. Das ist eine ganze Menge. Aber wir haben es eigentlich. Ne? Dementsprechend wäre es schade, das nicht zu benutzen. So, nehmen wir einen Stack Cobblestone mit. Dann haben wir auch Torches. So, Saplings wollte ich jetzt noch raussetzen. Erstmal hier irgendwo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gefällt mir eigentlich nicht, aber egal. So. Dann haben wir zumindest hier Oak Trees, wenn wir sie denn brauchen, können da weiter in Ruhe abbauen. Ich könnte mir eigentlich auch mal den Scoop nehmen und hier eine Runde die ganzen Bienendinger abbauen. Können wir zumindest mal gucken, ob das sich mit den Bienen nicht geändert hat. Ich habe so lange nicht mehr mit Forestry gespielt. Und da wir einen Scoop haben, warum nicht? Why not? So, wahrscheinlich müsste ich mir dafür jetzt schon einen Bienenanzug anziehen, weil die mich dann töten, sobald ich den öffne oder so. Okay, nö. Windtree. Okay. Aber das war doch Forest, oder? Also Forest Hive stand da drauf. Ja. Boah, die hauen richtig rein, ne? Also da muss ich ja richtig aufpassen, wenn ich die abbaue. Weil die mich sonst töten könnten. Very interesting. So, okay. Jetzt haben wir immer noch keinen Tank, um ihn mitzunehmen. So. Bla, alles weg. Wir haben noch eine Pickaxe. Die Hoe brauchen wir gerade nicht. Ach so, doch. Wir wollten mit der Hoe noch um. Moment, jetzt ist erstmal wieder Nacht. Ich wollte erstes mit der Hoe machen. Das ist Punkt Nummer 1 auf meiner Agenda. Und dann gehen wir noch ein bisschen Material holen. Vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Es kommt drauf an. Ne? So. Da.
waren jetzt Würmer drin. Da auch. Und da auch, ja, 8 Stück haben wir schon, gut, okay. So, in einem 3x3 Bereich müsste dieser Wurm natürlich eigentlich dafür sorgen, dass die Erde umgegraben wird und gewässert. Sehe ich das richtig? So, gräbt er die auch wieder um? Mal gucken. Ja, er gräbt sie wieder um. Das ist gut. Okay. So, dann das gleiche Spielchen hier nochmal. Die sind nämlich super, die Dinge. Weil die sorgen auch gleichzeitig dafür, dass die Pflanzen... Oh. Nein. Hallo? Okay. Jetzt ist er weg, der Wurm. Dass die Pflanzen schneller wachsen. Das ist total super. So, wenn ich den jetzt hier hinsetze, gräbt er dann auch das Gras weg? Ja, Tatsache. Wie genial ist das denn? So. Und so. Okay. Boah, ich finde die voll super. So, jetzt müssen wir nochmal einen Wurm finden. Da, perfekt. So. Hier ist 1, 2, 3. Okay, also hier und hier. So. Und jetzt haben wir quasi keine Sorgen. Hier muss nichts bewässert werden. Hier muss kein Wasser irgendwie hin. Das muss nicht nerven. Das ist alles gut. Die Würmer machen hier voll den Eiertanz. Und wir können die schön ordentlich pflanzen lassen. So. Dann gucken wir jetzt mal, was wir gerade da haben, was ich pflanzen kann. Wir haben auf... Hier ist noch ein Wurm, bitte. Wir haben auf jeden Fall... Normale Seeds, Kaffee-Seeds, Hanf-Seeds und Rice-Seeds und Canola-Seeds. Okay, so. Das müsste eigentlich alles sein, ne? Erstmal. Okay. Dann pflanzen wir den Kram mal an. So. Kriegt ihr das hier gebacken oder sterben mir die Pflanzen dann weg, weil nicht genug Wasser da ist von euch Würmern? Ich bin mir da nicht so ganz sicher gerade, aber egal, wir probieren es einfach aus. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, mehr geht nicht. So, wenn wir jetzt mal hingucken, mal gucken. Vielleicht baue ich doch noch Wasserquellen ein oder so, weil die scheinen nicht ganz so zuverlässig zu sein. Theoretisch müssten die aber dafür sorgen, dass die Pflanzen nicht nur gewässert, sondern... Ja, hier, habt ihr es gesehen, ne? Okay, so. Dann machen wir hier, dann machen wir die drei auch noch. So, dann nehmen wir hier hinten Reis in die Ecke. So. Dann nehmen wir Canola in die andere Ecke. Okay. Dann nehmen wir Kaffee. Kaffee ist wichtig. Total. Ich mache trotzdem nur ein Feld quasi mit Kaffee. Das reicht mir. Und dann haben wir Hanf. Okay, so. Hanf reicht mir jetzt auch erstmal ein Feld. Das bringt uns quasi Strings. So, aber die Würmer sollten dafür sorgen, dass es schnell wächst. Mir gefällt das ehrlich gesagt nicht, dass es hier immer wieder nicht bewässert ist. Das nervt mich ein bisschen. Das finde ich nicht so schön. Es funktioniert zwar anscheinend alles, aber das sieht einfach nicht gut aus. Und es springt hier die ganze Zeit hin und her. Vielleicht baue ich hier doch noch eine Wasserquelle ein oder so. Aber ich habe aktuell sowieso kein Eisen, von daher fällt es eh flach. Aber es funktioniert. Das ist sehr schön. So, kommt mal hoch. Hier ist irgendwo gerade hier. Growth-Status ist in pink. Okay, passt. So, ja, dann haben wir unser erstes Feld. Ist traumhaft einfach mit. Also, die Würmer sind echt eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob die so ganz balanced sind, ehrlich gesagt. Bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Also, gibt es eigentlich noch einen anderen Bucket? Nö. Gibt nur die Standard-Eimer und die kann man auch nur
aus Eisen machen oder gibt es da noch andere Optionen für? Nee, nur Eisen. Okay. Keine anderen Buckets für uns. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. So. Scoop kommt weg. Wir haben hier ein paar Drohnen und so. Wo ist eigentlich die zweite Windtweet? War da nur eine Princess drin? Okay. Aber die sind. Oh. Aber die ist pristine hier. Das ist richtig cool. Das Pristine finde ich richtig super. Das macht echt, hat echt Vorteile. So, okay. Ja, genug gelabert jetzt hier. Wir haben hier nichts weiter drin an Eisen, oder? Dass ich irgendwas übersehen habe? Nö. Leider nein, leider gar nicht. Okay, so, Feld, check. Also eine kleine Möglichkeit. Hier das Check. Das hier gefällt mir immer noch nicht. Das, da bin ich die ganze Zeit am Überlegen. Also, ich glaube, da nehme ich mir jetzt nochmal ein Stack und wo? Schön. Und mach das einfach so hier. Okay, so. Weil schön ist anders und ich finde, so direkt vor der Tür ist es einfach ein bisschen nervig. Wenn man quasi erstmal eine Runde um den Teich drehen muss. Ich lasse die Wasserquelle jetzt erstmal als Wasserquelle da. Aber das war es dann auch. So, jetzt können wir zumindest hier halbwegs vernünftig rüberlaufen. Das sieht nicht schön aus. Ist nicht meine schönste Arbeit, gebe ich zu. Und ich denke mal, wir werden das auch zumachen und werden es hier abschließen. Einfach aus Gründen. Oh, das geht hier echt flott. So. Okay, aber wie dem auch sei, das funktioniert erstmal. Und leider, es ist schon wieder ziemlich spät. Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Also, wenn man sich den Spaß jetzt nochmal anguckt, ne? Die Felder und die Smash-Trees gebaut. Von daher mache ich mir gerade gar keinen Stress. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann muss ich mir mal überlegen, was ich mit der Höhle hier mache. Vielleicht schütte ich die auch zu. Ist auch egal. Dann also bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.